Julia Schramm, Politologin, Autorin des Buchs Klick mich und neuerdings auch Ex-Piratin. Sie war lange in der Piratenpartei. Darüber werden wir auch noch mal reden. Zu meiner Linken Peter Schaar, den braucht man wirklich nicht vorstellen. Ich tue es trotzdem. 8 Jahre lang war er Bundesdatenschutzbeauftragter. Jetzt ist er Vorsitzender der 10. Habe ich 2 Jahre unterschlagen. Entschuldigung. Jetzt ist er Vorsitzender der EAID, der Europäischen Akademie für Information, Freiheit und Datenschutz. Ganz links außen Thorsten Schröder, Sicherheitsexperte, CCC-Mitglied und ebenfalls Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik bei der Linken. Thorsten Schröder hat im Rahmen seiner Tätigkeit beim CCC den Bundestrojaner aufgedeckt und ist auch in anderen Sicherheitsaspekten aktiv. Vielleicht einen kleinen Applaus für die Runde. So, meine erste Frage geht mal an Julia Schramm. Sie waren in Ihrer früheren Jugend FDP-Mitglied gewesen. Dann waren Sie nicht ganz? Sie wollten Sie nicht. Dann waren Sie in der Post-Privacy-Bewegung aktiv. Und jetzt sind Sie Ex-Piratin. Was wird Ihr nächstes Ex sein? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht mein Mann oder so. Aber ja, das mit der FDP, das war eine freiheitliche Farce, die ich mir da im Kopf zusammengebastelt hatte. Und war bei den jungen Liberalen Mitglied. Aber bei der FDP war ich kein Mitglied. Und bei der Post-Privacy-Bewegung, ja, dadurch bin ich das erste Mal irgendwie sichtbar geworden, weil ich gesagt habe, dass das mit der Privatsphäre im Internet gar nicht funktionieren kann. Habe mich aber dann tatsächlich relativ schnell da rausgezogen, weil das für mich nie eine wirklich politische Bewegung war, die konkrete politische Forderungen stellt. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Aber ich schreibe meine Doktorarbeit über Privatsphäre im politikwissenschaftlichen Rahmen und bin weiter bei dem Thema sehr interessiert und dran. Und von daher ist es nicht wirklich Ex, ich habe mich nur irgendwann rausgezogen. So, die wissenschaftliche Karriere ist das Nächste, was ansteht. Gut, die nächste Frage an Herrn Schaar. Sie waren, wie wir gerade gehört haben, 10 Jahre Bundesdatenschutzbeauftragter und nicht 8. Die zweite Amtszeit war eine kleine Revolution. Sie wurden ja von der schwarz-gelben Regierung als Grüner im Amt bestätigt und wiedergewählt mit extremer Stimmenmehrheit. Von der großen Koalition. Ja, stimmt, das war die große noch, genau. Jetzt sind Sie bei der EAID, wie eben schon erwähnt. Was sind denn jetzt Ihre aktuellen Projekte dort? Naja, also erstmal nochmal, ich bin damals unter Rot-Grün vorgeschlagen worden von den Grünen, auch durchgesetzt worden gegen Otto Schily. Das war ein nettes Verhältnis von Anfang an, sehr konfliktbeladen, nett in Anführungsstrichen. Und ich habe ja dann in der Zeit eine ganze Menge Innenminister kennengelernt und nicht immer war das eine Freude, aber es gibt ja auch so eine Art strukturelle Konfliktsituation. Zumindest habe ich diesen Eindruck gehabt und das ist auch ein Job, der Konflikte aushalten muss. Oder eine Person, die Konflikte aushalten muss, wenn sie den Job macht. Insofern war das immer interessant. Und jetzt zur Zeit haben wir es zu tun, sicherlich mit der Aufarbeitung dessen, was wir über die weltweite Überwachung wissen. Die Frage, gibt es eigentlich gegen die Überwachung eine Medizin, die noch wirkt? Ne? Wo sind die Grenzen des Rechts? Was kann man technisch machen? Und das Zweite ist, der ganze Bereich europäischer Datenschutz, das hängt ein bisschen miteinander zusammen. Es gibt da ja ein Projekt seit gut 2 Jahren der Europäischen Kommission, überraschend ambitioniert, überraschend, wenn man das vergleicht mit anderen Dingen, die aus Europa gekommen sind. Und nicht überraschend ist, dass das nicht so ohne weiteres durchging. Insbesondere die Mitgliedstaaten, einige Mitgliedstaaten, auch Deutschland, haben da extrem gebremst. Das können wir vielleicht nachher nochmal vertiefen, aber ich denke, die Themen gehen uns nicht aus. Ich habe gesagt, das hängt beides zusammen, Überwachung und Europa, in doppelter Weise. Einmal, weil wir natürlich vom europäischen Rechtsgedanken her mit der Grundrechtecharta eine Vorstellung davon haben, dass Privatsphäre als Grundrecht zu schützen ist
auch gegenüber Freunden. Und nur dieses Bewusstsein ist nicht bei allen EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen entwickelt. Großbritannien beispielsweise hat sich ja geweigert, die EU-Grundrechtecharta zu unterschreiben. Also ein großes Problem, Europa da zusammenzukriegen, auch sozusagen als ein Gegenmodell zu den Vereinigten Staaten, wo es ja Datenschutz als Grundrechtsposition, so wie wir das in Europa verstehen, jedenfalls nicht gibt. Und auch, wo es insbesondere für den nicht öffentlichen Bereich, für die großen Internetunternehmen auch keine verbindlichen Datenschutzvorgaben gibt. Und damit haben wir uns derzeit herumzuschlagen. Also da, die Arbeit geht nicht aus, das mache ich jetzt ehrenamtlich. Das ist eine, finde ich, durchaus interessante Arbeit, die ich auch weiterhin machen will. Noch habe ich ja das Rentenalter nicht erreicht, noch, zum Glück noch nicht ganz, aber ein paar Jahre werde ich das sicherlich weiter betreiben. Sehr schön. Ehrenämter kann man ja auch noch über die Rentenalterszeit hinaus betreiben. Ne? Das ist ja nicht die... Ja, Thorsten Schröder, du hast den Bundestrojaner mit aufgedeckt. Was deckst du als nächstes auf? Ich weiß nicht, was ich als nächstes aufdecke. Vielleicht das nächste, was mir mal so vor die Füße läuft. Ja, ich weiß nicht, ich beschäftige mich ab oder habe mich halt schon vor ganzer Zeit mit dem neuen Personalausweis schon mal beschäftigt. Das ist zum Beispiel was, wo gerade wieder sich ein bisschen was entwickelt. Vielleicht gibt es da ja irgendwann mal wieder was, was man zum neuen Personalausweis sagen kann, wo wir ja auch gut beim Thema wären, eben der digitalen Identität, die ja durch den neuen oder elektronischen Personalausweis auch sichergestellt sein soll, dass jeder Bürger eben eine digitale Identität bekommt. Aber ja, was ich als nächstes aufdecken werde, weiß ich nicht. Sonst... Ja, genau. Also. Na, kann ja sein, dass da schon was ganz Konkretes ansteht. Ne? Als Sicherheitsberater bist du jetzt verstärkt gefragt nach dem NSA-Skandal. Hat sich da was geändert? Nach dem NSA-Skandal? Nein, also das hat sich da nicht sehr viel geändert. Also die Risiken sind ja nach wie vor die gleichen, die wir halt früher auch schon hatten. Da sehen wir halt durch diesen ganzen NSA-Skandal und die anderen Aufdeckungen, die es halt so gibt, dass die Risiken tatsächlich wirklich real sind und eben von so einen Stellen auch durchaus ja, ausgenutzt werden. Also dass die Daten, die da eben einem Risiko ausgesetzt werden, auch durch staatliche Stellen im großen Maßstab eben ausgewertet werden und man sich eben nicht hinstellen kann und sagen kann, ja, ich habe nichts zu verbergen oder wir sind eben ein ehrliches Unternehmen, also gerade wenn es eben auch um die Wirtschaft geht. Man kann sich halt einfach nicht mehr hinstellen und sagen, ich bin ganz sicher nicht Ziel von Wirtschaftsspionage oder Ziel von was auch immer für einer Spionage. Die jüngsten Aufdeckungen, die es ja so gab, die zeigen ja auch ganz deutlich, dass nicht mal Menschen da sitzen müssen, um ganz bestimmte Kommunikationskanäle abzuhören, sondern dass es da auch sehr weit entwickelte Softwarekomponenten gibt, die eben Kommunikationsdaten selbstständig auswerten und eine eigene Wissensdatenbank füttern mit Informationen und am Ende sogar in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, ob irgendein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Person intensiver überwacht wird oder sogar durch irgendeinen Staatstrojaner oder was auch immer infiziert wird, um da eben nochmal eine Quellen-TKÜ durchzuführen, um halt auch verschlüsselte Daten zu brechen. Gut, dann würde meine Frage jetzt in die Runde an alle gehen. Ich nehme an, Sie alle haben ein Smartphone. Gehen Sie damit jetzt seit den Snowden-Enthüllungen anders um, als es davor war? Nein, also mein Verhalten hat sich durch Snowden und das, was jetzt der Weltöffentlichkeit irgendwie bekannt ist, nicht verändert, was auch einfach daran liegt, dass ich nie die Illusion hatte, dass das, was ich ins Internet schreibe, in irgendeiner Form nicht einsehbar ist, wenn das jemand möchte. Also es war mir von Anfang an klar, dass das, was ich ins Internet schreibe, potenziell von Menschen oder dass Menschen sich da Zugang verschaffen können. Und das ist ja, das habe ich auch schon vor 3 Jahren gesagt, das war natürlich nicht so, also was ich merke, dass sich meine Argumentation ein bisschen verändert hat, weil jetzt quasi das Ausmaß wirklich so sichtbar ist, dass das die Menschen auch in der Masse nicht mehr negieren können.
Also die Aussage zu sagen, naja, ich habe nichts zu verbergen, ach ja, mich trifft es eh nicht und wie auch immer, das ist tot. Und die Leute, die das vorher schon gesagt haben oder davor darüber gesprochen haben, haben natürlich jetzt, man hat jetzt eine andere Grundlage, auf der man argumentieren kann. Aber für mich ist diese, also die NSA, und ich glaube, da geht es ganz vielen Menschen so, ist für mich extrem abstrakt im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsschutzproblemen im Internet oder durch das Internet. Ich finde die NSA wesentlich weniger einschüchternd als den deutschen Verfassungsschutz, wenn man sich den NSU zum Beispiel anguckt, wo man ganz klar sieht, dass deutsche Bürger nicht geschützt werden. Da scheint dann auch irgendwie das Staatskonzept nicht mehr wirklich zu helfen, wenn dann nämlich aufgrund von Rassismus und anderen Diskriminierungsformen einfach 10 Jahre zugeguckt wird durch einen Geheimdienst, der da eigentlich was tun müsste, und Menschen ermordet werden in Deutschland und auch deutsche Bürger. Und auch die Ebene von Persönlichkeitsrechten, dass im Internet Menschen tagelang massenhaft durch den Dreck gezogen werden öffentlich, dass ihre Namen verunglimpft werden, gerade auch Frauen trifft das ganz stark, wegen den geringfügigsten Anlässen. Da gab es in England den Fall, wo eine Frau sich dafür eingesetzt hat, dass auf die neue, ich glaube, es ist der 10-Pfund, der 10-Pfund-Schein, hat sie sich dafür eingesetzt, dass eine Frau draufkommt. Und das ist jetzt auch Jane Austen geworden. Es gab wohl vorher schon mal eine Frau auf den Scheinen, aber diesmal wieder. Und die Frau hat massive Eingriffe in ihre Privatsphäre erleiden müssen. Die Leute haben sie aufgesucht, etc. Und das war alles öffentlich. Also da hatte die NSA auch überhaupt gar keinen Bezug. Das heißt, für mich ist eigentlich durch die Enthüllungen von Snowden bin ich auf gewissen Ebenen, fühle ich mich bestätigt, weil ich schon lange gesagt habe, dass die Nutzung des Internets nicht mit den Privatsphärevorstellungen zusammengeht, die viele Leute haben, wenn sie ins Internet gehen. Und zum anderen zeigt sich dadurch auch, dass ja, es gibt eine totale Überwachung, aber die Frage ist ja, was, also die Daten zirkulieren, die Daten werden genutzt, aber die Frage ist ja, wer die Daten nutzt und wie sie genutzt werden. Und es zeigt sich auch, dass es gar nicht die Frage ist, ob die NSA die Daten sammelt, sondern das können auch einfach private Schmutzkampagnen sein von Menschen, die Daten sammeln und Daten einsetzen und das auch öffentlich machen. Und je nachdem, in welchem Diskriminierungsfeld sich das abspielt, wird da halt auch nicht viel gemacht. Also da werden zum Beispiel auch Frauen und auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, selten geschützt von der Öffentlichkeit. Und das sind für mich eigentlich die brennenderen Fragen oder auch Arbeitsmarktfragen, wenn man sich anguckt, wenn es heißt, wenn Eric Schmidt sagt, also quasi die Online-Identität als wichtigste Ware, kommen wir nochmal drauf, aber das sind ja genau die Fragen, die mich eigentlich mehr umtreiben, und da ist die NSA ist eher so ein, habe ich manchmal das Gefühl, auch ein, so ein bisschen die bösen Amerikaner, als sie noch Sozialisten überwacht haben, hat uns das alles nicht interessiert, aber jetzt, wo sie nicht nur Sozialisten überwachen, haben wir ein Problem damit. Weil es mich ja auch treffen kann als jemand, der hier in Deutschland eigentlich privilegiert ist. Aber es wird alles auf die NSA geschoben. Die Datensammlungen von BND und so weiter werden nicht mitgedacht. Und auch die Macht, die die deutschen Geheimdienste haben, de facto, was man beim NSU und so weiter sehen kann, wird oftmals kleingeredet. Also ich bin ganz froh, das hat sich in den letzten Monaten verändert. Aber auch gerade in meiner Ex-Partei war es halt wirklich dieses auf die NSA blasen. Und deswegen finde ich tatsächlich, ich finde es ganz gut, dass diese Enthüllungen jetzt da sind und dass Snowden das getan hat, was er getan hat. Weil jetzt halt die meisten Leute einfach nicht mehr sagen können, hier, du bist paranoid. So. Aber ich finde den ganzen Prozess angesichts der Probleme und angesichts der Situation mit Selbstbestimmung, Selbstbestimmungsrecht, Persönlichkeitsschutz und wie sich das im Internet verändert, eigentlich ein recht, ja, ein bisschen Scheingefecht. Gut, das waren jetzt sehr viele Punkte, einige davon werden wir nochmal aufgreifen, aber nochmal ganz kurz nachgefragt. Der Untertitel von Ihrem Buch hieß ja Bekenntnisse einer Internet-Exhibitionistin. Sie gingen mit Ihren Daten ja sehr freizügig um im Netz. Daran hat sich nichts geändert, Sie sind da weiterhin so freizügig mit den Daten? Also zum einen ist es natürlich erstmal ein ironisches Aufgreifen gewesen von dem, wie ich bezeichnet wurde. Ich habe mich ja selber nie so bezeichnet. Ich bin so genannt worden und ich habe das halt aufgegriffen.
Die NSA-Enthüllungen haben mein Online-Verhalten überhaupt nicht beeinflusst. Was mein Online-Verhalten beeinflusst hat, waren Leute, die aufgrund von Aussagen von mir bei mir eingebrochen sind, die Leute angerufen haben, mit denen ich Kontakt hatte, die versucht haben, meinen Doktorvater zu kontaktieren und so weiter. Das hat mein Verhalten geändert. Der konkrete Umgang mit Menschen, die ich zum Teil auch kenne, deren Namen ich weiß, die jegliche also Aussage von mir nutzen, um mich zu diskreditieren. Und das hat mein Verhalten durchaus verändert. Also ich twittere anders, weil ich genau weiß, wenn ich das jetzt schreibe, dann gehe ich wieder eine Woche durch die Hölle und darf mir wieder eine Woche lang anhören, was für ein schrecklicher Mensch ich bin und dass ich aufgehangen gehöre und doch bitte sterben gehen soll. Und das hat mein Verhalten verändert. Aber die NSA-Enthüllungen, ich weiß nicht, ich habe da auf einer gewissen Ebene immer mit gerechnet, dass wenn, auch wie das mit den Piraten, je nachdem politisch weitergeht, ist es halt vollkommen klar, dass man irgendwann in das Spotlight vielleicht gerät. Und wir haben ja auch Leute, die einem auch mal den Staatsschutz auf den Hals, also den Verfassungsschutz auf den Hals setzen, weil man die FDGO kritisiert oder so. Also das ist für mich viel präsenter. Also Menschen in meinem konkreten Umfeld, die mich angreifen wollen mit Informationen, die ich selber preisgebe. Aber das hat nichts mit, also das hat erstmal nichts mit Geheimdiensten zu tun für mich. Da war auch Snowden eher, wie gesagt, eine, ja gut, ja, das überrascht mich jetzt nicht, gut zu wissen. Aber die privaten Eingriffe und die privaten Übergriffe waren eigentlich wesentlich ausschlaggebender. Gut, danke. Herr Schaar, die gleiche Frage nochmal an Sie. Hat sich Ihr Online-Verhalten geändert nach den Snowden-Enthüllungen und vielleicht auch noch ergänzend die Bemerkung von Julia Schramm gleich nochmal mitgefragt, sehen Sie auch die größere Bedrohung vom BND ausgehen als von der NSA? Also zum ersten Punkt, ich finde, es war, ist schon ziemlich interessant, was da mitgeteilt wurde, speziell die Information, wie erfolgreich die NSA dabei war, offensichtlich Verschlüsselungssysteme zu kompromittieren. Also das war, fand ich schon für mich eine Neuigkeit, das hatte ich so nicht erwartet, dass es sogar gelungen ist, die Standards zu manipulieren, die bei der, beim Design von Verschlüsselungssystemen verwendet werden. Das war schon eine sehr, naja, schon beunruhigende Nachricht. Die hat zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich jetzt, ich bin gerade dabei, für unseren kleinen Webauftritt da so ein Zertifikat für die SSL-Verschlüsselung zu beschaffen, dass ich mir sehr genau angesehen habe, was sind das eigentlich für Zertifikatsanbieter, und von diesen sechsen, die der Internetanbieter mir davor oder uns da vorgeschlagen hat, sind vier in den USA, ein britisches Unternehmen und ein Schweizer Unternehmen. Das ist ein Tochterunternehmen der Post. Da habe ich mir gesagt, dann nehmen wir das von der Schweizer Post. Von diesem, das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber man muss ja irgendwelche Kriterien haben. Also VeriSign vertraue ich da jedenfalls nicht. Wobei auch die Schweiz ja ihren Überwachungsskandal schon hatte und auch nicht immer, sage ich mal, rechtsstaatlich agiert hat. Das gibt es ja bei vielen Staaten, dass Nachrichtendienste außer Kontrolle geraten. Insofern komme ich dann zur zweiten Frage. Ich denke, Nachrichtendienste haben immer die Tendenz, sich zu verselbstständigen. Das haben wir in den USA ja wiederholt gesehen. Es gab ja schon einen sehr umfassenden Geheimdienstskandal, einen veritablen Geheimdienstskandal in den 1970er Jahren unter Nixon. Und da ist ja damals auch durch Whistleblower, also durch Insider, die gequatscht haben, herausgekommen, dass die NSA zusammen mit dem FBI und der CIA hunderttausende Dossiers von Bürgerrechtlern angefertigt hatte und massiv eine systematische Beobachtung eben dieses irgendwo suspekten Personenkreises vorgenommen hat, unter anderem auch der ACLU, der großen amerikanischen Bürgerrechtsorganisation, die Gleichberechtigung der Schwarzen ganz wesentlich durchgesetzt hatte. Das ist aufgearbeitet worden durch parlamentarische Gremien, durch die Medien, und es hat ja dann dazu einer Korrektur geführt. Also es gab in den 70er Jahren eine echte Korrektur, die war aber dann wieder obsolet,
nach dem 11. September 2001. Und da wurde massiv sozusagen auch vorbei an allen Grenzen, an allen auch rechtlichen Schranken, gesammelt, was das Zeug hält, und das geht bis heute so. Wenn ich jetzt die deutschen Dienste vergleiche mit der NSA, dann würde ich sagen, ihre Fähigkeiten sind mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer. Insofern ist sozusagen die alleine von dem Umfang von Überwachungskapazitäten ihre Reichweite sehr viel begrenzter. Im Hinblick auf die rechtlichen Begrenzungen kann ich nur aus eigener, auch amtlicher Erfahrung berichten, dass mir nicht bekannt geworden ist, dass es vergleichbare massenweisen Datensammlungen des BND oder des Verfassungsschutzes in den letzten 10 Jahren gegeben hat, wie wir sie von den NSA jetzt, von der NSA jetzt kennengelernt haben, was nachgewiesen, was auch zugegeben wurde. Es gibt ja in den USA seit 2002 eine Vorratsdatenspeicherung aller Telekommunikationsdaten, also der Verkehrsdaten, Kommunikation, man nennt die ja auch Metadaten. Das ist unbestritten, das steht in amtlichen Dokumenten und ist zunächst auch vorbei an allen gesetzlichen Vorgaben erfolgt. Später hat man das dann gerade gezogen, erstmal im letzten Regierungsjahr von Bush und dann unter Obama. Da hat man dann auch sogar eine Amnestie für alle, die das Gesetz gebrochen haben, in dem Zusammenhang eingeführt. Das hat es dort gegeben. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den mir bekannten, ich muss das immer einschränken, mir bekannten Praktiken der deutschen Geheimdienste, würde ich sagen, die NSA-Aktivitäten sind schon sehr viel umfassender. Der BND darf es nicht im Inland, ne? Das ist klar, sowas darf, ob es solche Aktivitäten irgendwo auch sozusagen abseits irgendwelcher gesetzlichen Regelungen gibt, will ich nicht hundertprozentig ausschließen, das kann niemand, glaube ich. Es hat ja auch in der Vergangenheit Rechtsbrüche von Geheimdiensten auch in Deutschland gegeben. Allerdings ist auch das zugegeben, dass der BND im Ausland sehr massiv auch Telekommunikationsdaten sammelt und die an die NSA wiederum weitergibt. Also das ist auch nachgewiesen, das steht in Bundestagsdrucksachen drin. Darüber hat sich übrigens niemand aufgeregt, das fand ich ganz interessant. Während alle vermutet hatten ursprünglich, der BND sammle illegalerweise in Deutschland Telekommunikationsdaten und gebe die dann an die Amerikaner weiter, hat die Bundesregierung erklärt, nein, 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 Irrtum, alles falsch, voreilig. Das sind die Daten, die der BND in Krisengebieten und in Operationsgebieten im Ausland gesammelt hat. Und da muss man sagen, das sind Erkenntnisse, die ja durchaus beunruhigen, wenn da gesagt wird, da sind massenweise, auch gegen Bruch des dortigen Rechts, Daten gesammelt worden. Das ist nicht gezielte Spionage oder so, sondern wirklich eine Massendatensammlung hat es dort gegeben. Das ist aber in Deutschland irgendwie kein Thema. Im Grunde genommen ähnlich wie in den USA, die Datensammlung im Ausland nicht das Thema ist, sondern nur die Datensammlung in den USA selbst. So, und das finde ich ist jetzt ein zentrales Problem. Wenn wir das globale Internet sehen, dann müssen wir konstatieren, dass man diesem globalisierten Wirken von Riesenunternehmen, aber auch von Nachrichtendiensten, nur dann etwas entgegenstellen kann, wenn man auch zu einem internationalen Standard kommt, der durchgesetzt werden kann. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist so das, die Linie, auf der ich mich da auch ein Stück bewege, wo ich auch für eintrete nach Kräften, dass man da wirklich weiterkommt. Also so der Begriff des Menschenrechts kann nicht an der Staatsangehörigkeit festgemacht werden, der kann nicht an dem Aufenthaltsort festgemacht werden, sondern das ist ein universales Recht und die NSA und der BND müssen sich daran halten, egal wo sie jetzt operieren. Gut, waren ja auch sehr spannende und weitreichende Ausführungen. Jetzt haben wir also schon zwei Varianten festgestellt. Herr Schaar prüft also seine, ja, wir kriegen auch noch Becher und Gläser, war zumindest so angekündigt, also sind alle schon da. Soll ich mal was? Perfekt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das wäre super nett, ja. Sie prüfen also die Online-Zertifikate genauer. Frau Schramm hat sich erstmal noch nichts geändert durch das Verhalten.
Wie sieht das bei dir aus, Thorsten? Wie siehst du die, wie gehst du jetzt um mit den Geräten online und wie siehst du die Bedrohung jetzt durch BND und NSA? Siehst du da das genauso wie Aschar, oder? Also groß verändert habe ich mein Verhalten nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich auch schon, bevor es diese ganzen Veröffentlichungen gab, wusste, dass grundsätzlich diese Möglichkeiten technisch zur Verfügung stehen. Also deswegen, ich bin grundsätzlich schon immer sehr vorsichtig gewesen, wie ich kommuniziere und was da im Internet so passiert. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Internet-Exhibitionist. Ich twitter zwar auch, aber ich gucke halt schon, dass ich zumindest private Sachen oder irgendwelche anderen internen Sachen doch für mich behalte. Nach diesen ganzen Aufdeckungen habe ich mein Verhalten nur ein bisschen geringfügig geändert. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass ich vor allen Dingen eins war, nämlich überwältigt von dem Ausmaß dessen, was da getrieben wird. Also es war wirklich nichts Neues für mich, weil ich schon seit wirklich langer Zeit auch in der technischen Ecke unterwegs bin und mich mit Sicherheit in so Netzwerken und IT-Systemen auseinandersetze. Aber das Ausmaß und die Dreistigkeit, mit der da gearbeitet wird durch die NSA und auch durch die deutschen Geheimdienste, ganz sicher, wie mein Vorredner schon sagte, der BND wird ganz sicher nicht so weit entwickelt sein von der Technik her. Das liegt aber auch daran, dass in den USA ein weit größeres Budget für diese digitale Rüstung auch ausgegeben wird. Also es gibt da unglaubliche Geldsummen, die über DARPA und IARPA-Töpfe zur Verfügung gestellt werden, um Open-Source-Projekte zu unterstützen, um Hackerspaces finanziell zu unterstützen. Und das Ganze wirkt halt immer sehr harmlos, weil die Hackerspaces und die Hacker, die ja eigentlich auch eher vielleicht nicht unbedingt daran denken, für Regierungsstellen arbeiten zu wollen, die nehmen halt einfach das Geld und liefern scheinbar harmlose Technologie oder ja, Informationen dann eben an die DARPA und die werden halt diese Informationen am Ende verwerten, um ihr Expertensystem zu verbessern, womit sie eben, weiß ich, Kommunikationsströme automatisiert analysieren können oder, weiß ich, autonome Drohnen herzustellen. Das sind nämlich alles technische Herausforderungen, die für Hacker und technisch interessierte Leute eben wirklich spannend sind. Die Leute wollen zwar nicht primär fürs Militär arbeiten, aber sie wollen halt einfach spannende Arbeit erledigen und da wird viel Geld reingesteckt und die Ergebnisse wandern letztendlich doch eben in solche Überwachungssysteme wie die des NSA, der NSA, die da jetzt aufgedeckt wurden. In Deutschland gibt es ganz sicher kein so großes Budget und ich vermute halt deswegen wird auch der BND Informationen an die NSA liefern, um im Gegenzug wieder von irgendwelchen anderen technischen Errungenschaften zu profitieren. Und ansansten, wie verhalte ich mich konkret? Hatte ich halt vorher auch schon gemacht, aber wir haben eben auch gerade die doch von der Architektur her völlig kaputte PKI, also Public Key Infrastruktur erwähnt, eben diese CAs, die Zertifikate aus Public Key Infrastrukturen, also eben das ist so dieses Gebilde, was hinter diesen ganzen SSL-Zertifikaten steckt. Es gibt halt ein paar privilegierte Stellen, die dürfen sogenannte Root-Zertifikate ausstellen, also das sind sozusagen die Wurzelzertifikate, die dann wieder andere Stellen oder Server oder Personen zertifizieren dürfen, also die digitale Identität sicherstellen sollen. Und es gibt halt ziemlich viele Anbieter in den USA. Und die Schwachstelle in diesem ganzen System liegt halt da, dass sobald eine dieser Root-CAs ein Zertifikat nochmal für eine Regierungsstelle ausstellt, sodass sie eben sich in die verschlüsselten Kommunikationsströme einhängen kann, ohne dass der Enduser das dann bemerkt. Also das sind eben so diese SSL-Zertifikatswarnungen, die jeder schon mal gesehen hat im Webbrowser oder sonst wo. Diese Warnungen kommen halt daher, dass dem Webbrowser dieses Zertifikat oder die vertrauenswürdige Stelle, die eben da dieses Zertifikat unterschrieben hat, nicht bekannt ist. Und wenn man sich in so einen Datenstrom einhängen möchte, als Regierung, als Schnüffel, weiß ich, Hacker oder sonst was,
dann muss man halt auch diesen verschlüsselten Kanal aufbrechen und dann würde dem Benutzer eine Warnung angezeigt. Und diese Warnung kann man im Grunde genommen unterdrücken, indem man direkt, wenn man Zugriff hat auf diese ganz oberen Stellen, diese UCAs, um denen halt zu sagen, okay, wir haben hier noch ein eigenes Zertifikat, unterschreibt das mal, damit der Benutzer da keine Warnmeldung bekommt, wenn wir uns in den Datenstrom einhängen. Also dieses System ist halt wirklich einfach nur kaputt und man kann es nicht reparieren, das ist halt einfach bei Design so. Und wenn man das dann auch noch im Hinterkopf hat, dass dieses Risiko immer noch besteht, ja, also alle sagen immer, benutzt Verschlüsselung, achtet darauf, dass ihr HTTPS vorne im Browser stehen habt. Das ist im Grunde genommen richtig und das soll auch weiterhin so sein, damit der Aufwand für Überwacher eben einfach mal deutlich höher ist. Aber der Aufwand ist für eine Stelle wie den BND oder die NSA natürlich, ja, das ist halt ein Kostenfaktor, das sind Peanuts. Für die spielt das keine große Rolle, aber ja, es ist halt ein logistischer Aufwand, der da noch mit getrieben werden muss und dieses Risiko entdeckt zu werden ist dennoch vorhanden, weil man kann es erkennen, indem man, was ich die Fingerprints der Server noch verifiziert, aber das ist alles sehr aufwendig und das macht kein normaler Benutzer, weil das eben auch vielen Leuten unverständlich ist, was da passiert. Vielleicht nochmal kurz zu diesem Thema Zertifikate, weil das wirklich ganz interessant ist. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem US-Rechtssystem und mit der Praxis beschäftigt, gerade was so diese Anforderung von Daten anbelangt. Das Ergebnis ist schon ziemlich erschreckend und ich denke, wir haben bei uns schon ein höheres Schutzniveau in diesem Bereich, als das in den USA der Fall ist. In den USA ist es so, dass jeder FBI-Agent, jeder, einen sogenannten National Security Letter ausstellen kann. National Security Letter ist ein Schreiben, das wird einer Bibliothek, einem Telekommunikationsunternehmen, einem Trust Center gegeben, wird gesagt, ihr müsst jetzt diese und jene Daten herausgeben. Alle Daten, die keine Inhaltsdaten sind, dürfen herausgegeben werden. Also Sie können nicht verlangen, beispielsweise, dass ein Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis herausgibt. Das geht nicht. Aber eine Liste von Beschäftigten oder bei einer Bibliothek, wer hat welches Buch ausgeliehen oder eine Telefongesellschaft, wer hat mit wem telefoniert, und zwar nicht nur bezogen auf einzelne Personen, sondern im Grunde auf Dauer, das ist offenbar das Instrument gewesen, das 5 Jahre lang gebraucht wurde, um sämtliche US-Telefondaten zu sammeln, ohne jeden Gerichtsbeschluss. Das kann man auch gegen Trust Center verwenden. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass das auch möglich ist. Das hat Snowden so bisher nicht berichtet, beziehungsweise diese Berichte sind nicht veröffentlicht. Wenn das aber so einfach ist, dann ist es auch gemacht worden. Das würde ich einfach mal sagen. Und dementsprechend würde ich nie mehr, das ist auch meine Änderung, einem Zertifikat trauen, das von einem US-Trust Center stammt. Muss ich einfach mal so sagen. Ich kenne ehrlich gesagt das Schweizer Recht nicht so sehr, so intensiv, wie ich mich damit beschäftigt hätte. Im Deutschen oder im Schweizer Unternehmen würde ich da wesentlich mehr Vertrauen schenken. Ne, also dann kommt der nächste Punkt natürlich, wie wird das implementiert, wie kann man sich trotzdem dazwischen hacken, da stimmt das natürlich, da gibt es keine 100%ige Sicherheit, aber wenn man diese Root-Zertifikate hat, ne, dann ist es sehr viel einfacher, die entsprechenden Informationen dann auch zu entschlüsseln, die verschlüsselt übertragen werden. Das ist einfach ein ganz großes Problem. Wollte jemand noch jetzt darauf reagieren? Gut, scheinbar nicht. Was die National Security Letters angeht, es fehlt der Hinweis, dass die Firmen, die davon betroffen sind, nicht einmal die Öffentlichkeit informieren, nicht einmal ihre Anwälte. Völlig richtig. Schönen Dank für den Hinweis, ist völlig richtig. Diese NSL, diese National Security Letters, werden häufig gemeinsam mit einer sogenannten Gag Order, was das genau heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es heißt Gag Order. Und diese Gag Order bedeutet, dass es bei Strafe verboten ist, über die Tatsache und den Inhalt dieser Anordnung irgendjemandem etwas zu sagen. Gut, danke. Bevor ich auf das eingehen möchte, was jetzt so in der ersten Runde hier so genannt wurde, würde ich gerne nochmal ein Statement haben von allen zum Stellenwert der Online-Profile, der Online-Identität. Erik Schmidt hat das Ganze ja sehr hochgehoben und hat dem Ganzen
hat das Ganze das wertvollste Gut der Zukunft jedes Einzelnen genannt. Übertreibt Erik Schmidt dort oder ist das wertvollste, unser wertvollstes Gut zukünftig unsere Online-Identität? Also ich finde bei dem Thema unterschiedliche Sachen spannend. Also zum einen erstmal die Online-Identität oder Identitäten, die ja auch immer mehr miteinander verschwimmen. Also während man halt früher irgendwie auf das ein bisschen zerfaserter war, sind ja jetzt auch die Dienste werden ja immer mehr gebündelt. Also dann ist man halt bei Facebook und gleichzeitig bei Instagram und wie auch immer. Also es ist ja auch, da entstehen ja auch, sie werden zusammengeführt stärker, die Informationen, die man auch selber bei sich preisgibt. Und dadurch entsteht natürlich online ein etwas breiteres Bild von Menschen, als es noch vorher der Fall war. Und das finde ich ganz spannend, weil das verschiedene Auswirkungen hat. Also zum einen ist es so, dass das, was die Leute glauben, wer man sei, aufgrund von Online-Informationen, ein ganz spannender Prozess ist. Weil es ja nicht nur um die Person geht, die dargestellt wird und die online sichtbar ist, oder in dem Fall jetzt, wenn ich mich selber darstelle, sondern die Personen ja auch auf mich Dinge projizieren und ihre eigenen und sich bis zum gewissen Grad in dieser Online-Persönlichkeit spiegeln, weil ja viele Informationen wegfallen. Also Gestik, Mimik, Sachen wie Geruch, Umgebung und so weiter, das fällt ja alles weg. Und das ist ein ganz spannender Prozess, weil dadurch da tatsächlich so eine, also ich finde die Theorie von Schirmacher mit der Nummer 1 und der Nummer 2, wie er sie darstellt, falsch. Aber es gibt tatsächlich diese Nummer 2 durch die Fremdwahrnehmung. Ich hoffe, das ist klar geworden, was ich sagen möchte. Also, dass die nicht wie ich mich darstelle, ist die eigentlich spannende, das eigentlich Spannende, was da entsteht, sondern was die Leute aufgrund der Informationen, die sie online über meine Identität oder über mich vermeintlich sammeln, was sie daraus machen. Und das hat natürlich ganz viele Auswirkungen. Also wenn das ein gutes Beispiel, finde ich, ist bei Facebook, wo es früher mal hieß, die Saufbilder. Ja, wenn mich mein Chef online sieht, dass ich, ne? Und mittlerweile hat sich das ja schon gedreht, dass die Leute eher komisch angeguckt werden, wenn sie nicht bei Facebook sind. Ja, also das Spiel damit, dass die Leute aufgrund dessen, wie man sich im Netz präsentiert, ein Bild von einem formen, was vielleicht gar nichts mit einem selber zu tun hat. Das finde ich, ist ein sozial gesehen, finde ich, ein extrem spannender Prozess, weil dadurch natürlich durchaus eine Spaltung auch hergestellt wird. Das sieht man sehr schön bei Menschen zum Beispiel, die im Netz selber unfassbar witzig, eloquent sind und dann vor einem stehen und den Mund nicht aufkriegen. Und das ist was, da habe ich auch in den letzten Monaten viel drüber nachgedacht, weil das natürlich auch etwas ist, was eine neue Form von auch Kommunikation und auch neuen Einblicke in dessen, was Menschen denken, was Menschen glauben und was für Werte da zugrunde liegen. Also neuer Artikulationsraum auch in Form dieser Online-Identitäten, mit denen auch gespielt werden kann. Und das finde ich soziologisch extrem spannend. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, das ist eine Ware oder das ist eine Form, meine Arbeitskraft auch zu präsentieren. Und die Menschen werden davon ja immer auch abhängiger. Also das Beispiel, da kommt wieder Facebook, wenn ich mich irgendwo bewerbe und mein Chef dann sagt oder meine potenzielle Chefin sagt, na, Sie sind nicht bei Facebook, sind Sie ein bisschen komisch? Ja, das ist ja nichts Unrealistisches. Weil warum sollte man nicht bei Facebook sein? Hat man was zu verbergen? Warum? Dann fangen die Fragen in die andere Richtung an. Also das ist jetzt gerade das Feld oder das sind die Felder, mit denen ich mich beschäftige, die ich spannend finde und inwiefern Online-Identitäten dann jetzt auch wiederum mit dem realen Leben stärker wieder auch vermischen. Also während früher oder vor 10 Jahren waren auch viele Dienste, Foren und so weiter so eine Nische, wo man hingegangen ist, als jemand wie ich zum Beispiel, weil ich mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben wollte. Das heißt, ich habe diese Online-Identitäten dann auch benutzt, um eben eine Abspaltung zu meinem restlichen Leben mit Leuten zu kommunizieren, die ich eben nicht kenne, die ich nicht im Studium oder in der Schule treffe. Ja? Und das verändert sich auch wieder, weil diese Trennung zwischen dem, was ich im Internet schreibe und so weiter und auch Klarnamenssituationen wie bei Facebook zum Beispiel, wo ja auch ein Klarnamenszwang oder ein bürgerlicher Namenszwang da ist, wo das dann wieder ganz anders zurückkoppelt. Also das sind, finde ich, die entscheidenden, also für mich die spannenden Schnittstellen, weil das sozial unglaublich viel
Dynamik freisetzt und da zwischenmenschliche auch Dynamiken sichtbar gemacht werden und zwischenmenschlicher Umgang sichtbar gemacht wird, wie das halt vorher nicht der Fall war. Und das ist, hat natürlich in so einem Machtgefälle oder in so einem nach Macht strukturierter Gesellschaft und nach kapitalistischen Maßstäben aufgebauten Gesellschaft natürlich gegebenenfalls sehr viele Nachteile für mich. Aber rein soziologisch ist es unglaublich spannend zu sehen, wie man so eine Verschriftlichung und eine Demokratisierung von Publikationen oder Publikationsmöglichkeiten schafft und dadurch eben auch die Ansichten von Menschen kennenlernt, die man so nie kennengelernt hätte und die zum Teil auch nicht so prall sind und ganz im Gegenteil eigentlich sehr erschreckend, was man zum Beispiel gesehen hat, als Bernd Lucke von der AfD bei Michael Friedmann war und aus der Sendung protestierend rausgegangen ist und ein Antisemitismus sich Bahn geschlagen hat auf Facebook, wie man das glaube ich selten erlebt. Und das finde ich eigentlich das Interessante, wie da die das Spannungsverhältnis auch ist. Und glaube auch, dass man das noch gar nicht wirklich abschätzen kann, was das auch mit uns Menschen tut. Also inwiefern uns das verändert, dass wir wissen, okay, ich bin jederzeit eine potenzielle Projektionsfläche, wo Leute Dinge mit mir assoziieren, obwohl ich völlig unbedeutend bin, ja. Kann ja passieren, dass ein 16-jähriges Mädchen wird von Bushido geretweetet und plötzlich ist eine digitale Identität, die mit Bushido verbunden ist. Sie wird attackiert, etwas wird in sie reinprojiziert, sie wird bewertet und so weiter und es ist ein 16-jähriges Mädchen, was da irgendwie reingeraten ist. Ja? Also da ist ja eine unglaubliche Dynamik drin, die man vor 30 Jahren noch nicht hatte, weil es alles etwas behäbiger war. Gut, vor 30 Jahren waren Online-Identitäten, glaube ich, noch nicht das Thema. Ne? Herr Schaar, also der Stellenwert der Online-Identitäten, Identitäten als Ware, wie es Frau Schramm sieht, oder als die Online-Welt als Nische zur Abschottung, sehen Sie das auch so? Also Sie haben ja Erik Schmidt zitiert, der ja eine sehr prominente Rolle bei Google spielt. Und er muss es ja wissen, denn sein Unternehmen basiert ja auf der Verwertung von Online-Identitäten, von Informationen, die die Menschen über sich preisgeben. Und nur ein kleiner Teil dieser Informationen stammt aus dem, was öffentlich alle sehen können. Das muss man einfach mal auch klarstellen. Es geht eben nicht nur um das, was ich selber ins Internet stelle, über welches Medium auch immer, über Twitter, über Facebook, über Google Plus oder wen auch immer, ne, oder auf der eigenen Homepage, sondern es geht zum großen Teil um die Verwertung der Informationen, die sozusagen in diesem technischen Prozess anfallen, die sogenannten Metadaten. Und nicht umsonst ist das, bezeichnet die NSA ja dieses Programm mit der Metadatensammlung als Mainway, die Hauptstraße, ne? Ich finde das total treffend, also diese Namenswahl dieser Programme genial. Also Prism finde ich auch toll, also ich meine rein von der Kreativität her, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber das Problem ist, dass diese Metadaten ja, wenn sie zusammengeführt werden, nicht das einzelne Metadatum im Regelfall, ne, aber diese große Menge der Metadaten darüber, wie ich mich, wo ich mich verhalte, für was ich mich interessiere, dass das, wenn man das über viele Jahre sammelt, was ja geschieht, unglaublich viel über mich preisgibt und vielleicht manchmal auch das Falsche, aber sehr häufig auch etwas, was mich sehr genau beschreibt und mich zu sehr transparent macht. Und zwar selbst dann, wenn ich selber meine Online-Identität, die ich öffentlich pflege, nur sehr vorsichtig forme. Ne? Das heißt, also über mich wird man nicht sehr viel an höchstpersönlichen Informationen auf meinem Facebook-Account oder über Twitter finden, nur dass ich mich so für Datenschutz halt stark mache. Man kann dann natürlich schon, wann twittert der, ne, ist ja ganz schön spät, ne, oder so, das sagt vielleicht was über das Schlafverhalten aus.
Immerhin habe ich, stelle ich dann zumindest nicht sozusagen die Ortung ein. Man kann das ja auch, dass das dann sofort dann identifiziert wird. Dann hat man auch gleich einen Aufenthaltsort. Also das sind natürlich schon ein Stück sensiblere Informationen. Aber Twitter, aber Facebook, aber Google oder auch andere, die meinen Internetzugang mir bereitstellen, die wissen natürlich sehr viel über mich. Und das ist genau das Problem. Und das Problem der Bewertung ist insofern auch nicht nur eines zwischen einzelnen Menschen, die dann sich möglicherweise gegenseitig mobben oder beschimpfen oder diskreditieren, sondern das Ganze spielt sich ab in einem Machtgefüge, wo wirtschaftliche und politische Macht diese Informationen auch verwenden. Google, um sehr gute Geschäfte zu machen bisher. Aber was bedeutet das zum Beispiel, wenn Google jetzt vielleicht nicht mehr nur Werbebotschaften anbietet, den Kunden, womit man dann halt Geld verdient, sondern zukünftig auch Versicherungen? Also es ist ja zu erwarten, dass dieses einer der ersten Märkte sein wird, wo Google auch sehr massiv auftreten wird, außerhalb dieses Online-Geschäfts, des reinen Online-Geschäfts. Das Interessante ist, dass man aufgrund dieser Informationen, der massenhaften Informationen, die da vorhanden sind, der Profile, ja relativ viel über die Person weiß und eine individuelle Risikobewertung vornehmen kann. Google ist im Übrigen auch dabei, ins Bankgeschäft einzusteigen. Das heißt, diese Informationen eignen sich auch ganz prima, um die Kreditwürdigkeit von Personen zu beurteilen. Die NSA macht das im Übrigen genauso. Die haben ja auch so eine Art Kreditwürdigkeitsprüfung, wo man dann, wenn man, sag ich mal, einen hohen Score, Terror-Score oder so hat, ne, dann bekommt man die Drohne geschickt oder so. Naja gut, vielleicht geht es nicht ganz so weit, aber jedenfalls ist es so, dass man dann gezielt unter Beobachtung genommen wird, wie Sie gesagt haben, ne, weil ja aufgrund dieser Verhaltensmuster man zu einer Zielperson wird, die man sich sehr genau anschaut, wo man auch auf die Inhalte sehr viel genauer achtet, bis hin dazu, dass dann auch wirklich noch Menschen sich die Sachen durchlesen, die in meiner E-Mail stehen. Vorher waren das nur Maschinen, die das ausgewertet haben, aber dann ist da so ein Analyst mit beschäftigt. Und das ist ein ganz zentrales Thema. Wir werden beobachtet und wir werden bewertet. Also diese Bewertungsseite, das ist das eigentlich Dramatische, was sich gerade im Augenblick vollzieht. Ja, und da muss man einfach, und das ist, darauf war das Datenschutzrecht nicht eingerichtet, als es vor 30 Jahren oder 40 Jahren in seinen Grundzügen formuliert worden ist. Ne, das ist einfach so ein Punkt, wo wir, da müssen wir viel, viel stärker ran, wie man genau diese Gefährdungen, die davon ausgehen, beherrscht. Ne, also da, und ich bin sicher, man kann es beherrschen, aber das ist kein Selbstgänger, sondern das ist ein harter Kampf, der dazu führen ist, weil diese Online-Identitäten einfach so wertvoll auch sind, wirtschaftlich und auch für bestimmte staatliche Institutionen. Und ab irgendeinem Scoring-Wert kriegt man dann auch Flugverbot, ne, bei der NSA. Ne? Ja, es gibt ja auch in der Tat Software, die in den sozialen Netzwerken sehr genau auswertet, wer wann was postet und dann auch in der Tat sogar Tabellen anzeigt, wann man die Leute am besten online antrifft und dergleichen. Also Also wenn man das vergleicht mit so einem Eisberg, dann, ich glaube, 7/8 des Eisbergs sind unter der Oberfläche. Diese Systeme, ne, die da jetzt von Dritten betrieben werden, die werten ja nur das aus, was sichtbar ist. Ne? Aber viel, viel schlimmer, viel gefährlicher ist ja, wenn diese Daten, die unter der Wasseroberfläche anfallen, diese Metadaten oder was ich vertraulich zum Beispiel kommuniziere, da sind es dann nicht nur Metadaten, sondern auch Inhalte, wenn das auch noch ausgewertet wird. Also meine E-Mails, die ich jemandem anders schicke, die stelle ich ja nicht online für jedermann abrufbar, aber sie sind natürlich, wenn der andere einen Google-Mail-Account hat, dort vorhanden und werden auch analysiert. Bevor ich die Nachfrage, würde ich ganz kurz gerne den Thorsten zu Wort kommen lassen, der jetzt lange warten musste, zum Stellenwert der Online-Identitäten und vielleicht auch zu den Metadaten als Schattenseite der Identität oder als Hintergrund. Einmal noch als Ergänzung zu Julia Schramm, sie hatte ja gesagt, dass
Also sie hatte das ja beschrieben, dass eben gerade bei Facebook eben auch eine riesengroße Datensammelei stattfindet und manche Leute entscheiden sich teilweise eben dafür, eben vielleicht nicht zu einem bestimmten Anbieter von irgendwelchen sozialen Netzwerken oder irgendwelchen Diensten zu gehen, sondern zu irgendeinem anderen, dem man eben eher vertraut, vielleicht weil er in der Schweiz sitzt oder in irgendeinem anderen Land. Vielleicht hat man auch die Idee, dass man möglichst, also das sein Kommunikationsverhalten vielleicht auch verteilt auf verschiedene Firmen, was ja auch viele Leute machen. Ich greife eher mal zum Telefon, bevor ich irgendwie, weiß ich, was über eine Twitter Direct Message schicke oder so, dann einfach, weil es auch geht und weil nicht alles nur über Twitter laufen muss, wenn man irgendwie privat mit einer Person kommunizieren muss. Nun kann man sich dabei ziemlich sicher fühlen und wir haben aber auch kürzlich gesehen, dass das auch ganz arg nach hinten losgehen kann, wenn einer der beliebtesten Instant Messenger wie WhatsApp an Facebook verkauft wird, weil urplötzlich besitzt Facebook auch diese ganzen Metadaten, die anfallen bei WhatsApp. Das bedeutet, man kann ganz genau sehen, welche Person mit irgendeiner anderen Person kommuniziert, die halt auch nicht bei Facebook war vorher. Und bei WhatsApp gab es ja noch ganz viele andere Geschichten, die hochgekocht sind, so eben, dass das komplette Adressbuch aus dem Smartphone hochgeladen wird und so weiter, auch wenn die Leute, die in diesem Adressbuch drin stehen, vielleicht selber WhatsApp gar nicht verwenden. Aber all diese Daten sind irgendwann bei WhatsApp gelandet und liegen jetzt bei Facebook und können da wunderbar automatisiert ausgewertet werden. Es können tolle Graphen gebaut werden, wer mit wem kommuniziert. Man kann feststellen, wann, zu welchen Uhrzeiten eine bestimmte Häufung feststellt. Man kann feststellen, wenn es mal eine Abweichung von irgendeiner Norm gibt. Und das ist halt etwas, das kann eben auch automatisiert werden. Und das wird automatisiert, das tut halt die NSA. Und sie füttern damit halt eigene Wissensdatenbanken. Und die NSA hätte es jetzt zum Beispiel einfacher, wenn sie irgendwie ein Kommunikationsprofil von einer bestimmten Person oder Personengruppe haben wollen, dann brauchen sie nur noch zu einem US-Unternehmen gehen. Und sie haben dort die umfangreichste Text, also SMS-Ersatzdienstleistungen zusammen mit Facebook, wo die Leute halt auch noch ihr privaten Inhalt auch noch teilen, teilweise eben schützen, damit das nicht öffentlich ist, aber wenn man das halt einfach mal so sieht, dass all diese Informationen grundsätzlich gebündelt auf Rechnern eines US-Konzerns liegen, dann ist das halt auch schon ziemlich krass. Also gerade eben dieses Beispiel, man kann halt nicht wissen, ob dieser Messenger, den ich jetzt gerade benutze, in 2 Jahren vielleicht an Facebook verkauft wird. Jetzt springen viele um auf verschlüsselte Messenger-Systeme, aber selbst in dem Fall bleiben diese Metadaten ja vorhanden. Man sieht immer, wer mit wem wann kommuniziert. Vielleicht geht es halt in der Regel gar nicht um den Inhalt, aber der Inhalt ist natürlich bei WhatsApp auf jeden Fall auch im Endeffekt vorhanden. Ansonsten wollte ich eigentlich gerne noch sagen, dass es eben nicht nur diese Online-Identitäten gibt, die jeder sofort kennt. Also wenn ich einen Facebook-Account habe, ist das eine Identität, und wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, ist das eine Identität, die ist auch einmalig. Es gibt eine E-Mail-Adresse immer nur einmal. Man kann das prima benutzen, um halt zu recherchieren, um Leute zu tracken. Wenn ich irgendwie in verschiedenen Webshops einkaufe und immer die gleiche E-Mail-Adresse verwende, dann ist das halt einfach meine Identität so. Es gibt aber auch noch eben ganz viele andere digitale Identitäten oder Online-Identitäten, von denen die meisten Leute eben gar nichts wissen, und das wird dann eben auch wieder problematisch, vor allen Dingen, weil sie nicht wissen, was mit den Daten am Ende passiert. Eine Online-Identität ist auch irgendwie ein Advertisement-Cookie, den Google beispielsweise setzt, so dass man eben getrackt wird, welche Suchen tätigt man über die Suchmaschine, klickt man dann auf den Link oder nicht und wie lange braucht man, um auf den Link zu klicken. Da werden Identitäten angelegt, ohne dass man sich eigentlich wirklich bewusst darauf einlässt. Es gibt zwar allgemeine Geschäftsbedingungen und da steht das auch alles drin, aber diese Identitäten bleiben halt, und den meisten Leuten ist gar nicht bewusst, dass sie diese Identitäten häufiger mal resetten sollten. Das heißt, einfach mal auf Null setzen, damit irgendwo das Tracking halt auch abbricht. Also mit den Cookies ist halt nur ein Beispiel. Also alleine wenn man ein Smartphone benutzt, Apples Telefone oder irgendwelche Android-Telefone, wenn man mit dem Webbrowser irgendwo hinsurft, dann werden da auch
Unique Identifier mit übermittelt. Das war früher auf jeden Fall sehr extrem. Mittlerweile gab es da auch schon Änderungen, weil das eben ja doch wirklich negativ ist, dass jeder Webserverbetreiber im Grunde genommen auch noch die irgendeine einmalige Nummer des Smartphones am Ende mit wegspeichern kann. Aber das sind alles Identitäten und die bleiben bestehen, die werden nicht gelöscht, die werden einfach gesammelt, weil irgendwann kann man die halt mal brauchen. Und da kommen wir halt auch wieder zurück auf die Überwachungstechnologie der NSA. Die haben ja in dem letzten größeren Text, den der Greenwald veröffentlicht hat, hat er ja auch beschrieben, dass eben diese Cookies und diese Identitäten, die halt als Header oder sonst wie unbemerkt mit übermittelt werden, auch genutzt werden, um einzelne Personen zu tracken, um halt auszuwerten, was die Person halt so tut, wenn man in der Leitung sitzt und damit lesen kann, was an Internetverkehr darüber geht, dann ist es eben sehr viel einfacher, immer zu sehen, dass genau die Zielpersonen oder eine Personengruppe gerade wieder aktiv kommuniziert. Also es sind nicht immer nur die ganz offensichtlichen Identitäten. Und ja, in Deutschland gibt es ja auch wieder noch das Bestreben, eine neue digitale Identität zu schaffen, und zwar auch eine, die man eigentlich als Bürger gar nicht haben möchte vielleicht, eben der neue Personalausweis, vormals elektronischer Personalausweis, der, also über den wird ja auch eine digitale Identität bereitgestellt. Im Moment ist das halt noch freiwillig, dass man sich eben da ein qualifiziertes Zertifikat drauf speichern kann, um auch digitale Signaturen durchzuführen, die dann auch rechtskräftig sind. Aber im Endeffekt soll dieser elektronische Personalausweis genutzt werden, um sich gegenüber eines beliebigen Webservers zu legitimieren als volljährig oder als tatsächlicher Inhaber dieses Personalausweises. Das ist eine digitale Identität, und so eine digitale Identität kann halt auch eben leichter missbraucht werden, weil man ist mit dem Internet verbunden und man nutzt diese Identität im Internet. Und es ist halt auch nicht nur die staatliche Stelle, die Interesse daran hat, die Identität zu tracken oder eventuell halt auch gezielt da in irgendeinen Kommunikationsweg reinzuschauen. Es sind ja auch ganz stinknormale Kriminelle, die derzeit eher bestrebt sind, digitale Identitäten zu stehlen. Und da geht es halt eben auch darum, Online-Banking-Zugänge und so weiter. Und all diese Identitäten, die man in verschiedenen Geschäften halt nutzt, also bei Banken beispielsweise, und auch in anderen Webshops, da hat man ja überall sein Login mit Passwort und kann dann da was kaufen oder irgendwo sein Geld überweisen. Das Bestreben ist ja auch wieder so einen einzelnen Dienst zu schaffen, der alles vereinfacht, dass man sich eben nicht mehr 20 oder 30 Passwörter merken muss, weil das ist ja auch empfohlen, dass man nicht überall das gleiche Passwort benutzt. Also es macht die Sache natürlich komfortabler, wenn man einen Token hat, wie diesen Personalausweis oder irgendeinen anderen USB-Sicherheitsdongel, über den man sich dann überall autorisieren kann und als legitimer Benutzer ausweisen kann. Und wenn es jetzt Kriminellen gelingt, diese digitalen Identitäten zu kapern, dann haben die halt einen sehr umfassenden Zugriff auf verschiedene Bereiche der Zielpersonen, sprich Banken und möglicherweise auch den Amazon-Account und so weiter. Also das wird irgendwann nochmal eine ganz schöne Katastrophe werden. Und insbesondere dann, wenn man eben nicht verifizieren kann, ob das Verfahren, was da implementiert wurde, sicher ist, wie beim Personalausweis. Ja, es gab halt irgendein Konsortium und ein Gremium, die haben sich dann hingesetzt und haben überlegt, was können sie da für ein System entwickeln, und jeder wollte sich einbringen. Dann wird das Ganze halt auch so unglaublich komplex und es ist halt auch geschlossen. Man sieht gar nicht, ob da Fehler vorhanden sind. Also das ist einfach nochmal eine ganz schwierige Geschichte, wenn Kryptoalgorithmen oder irgendwelche kryptografischen Verfahren zur Authentisierung nicht offengelegt werden, dass man eben auch verifizieren kann, ob es da mathematische Schwächen gibt. Selbst wenn man offene Quellen benutzt oder eben auch offene Software benutzt, kann es halt auch durchaus sein, dass die auch ganz gezielt mal unterwandert wurden durch irgendwelche NSA-Programmierer, die da zwar keine offensichtlichen Hintertüren einbauen, aber was ich gerade mathematische Berechnungen eben abschwächen, sodass sich manche Krypto dann vielleicht viel einfacher brechen lässt, nicht ohne Aufwand, aber mit sehr viel weniger Aufwand. Ja, jetzt wird mir signalisiert, dass ich mal.
Ja, wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich würde gerne dem Publikum auch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Vorher gab es noch zwei Wortmeldungen, die ich gerne noch reinnehmen würde. Und dann würde ich gerne noch mal ganz kurz von der Beschreibung der Problemlage hinkommen zu der Frage, was wir denn eigentlich jetzt machen können. Aber vielleicht eine ganz kurz, also ganz kurz. Also zwei Sachen. Einmal auf die Bewertung, was Herr Schaar schon angesprochen hat, dass die das eigentliche Problem ist. Da würde ich gerne nochmal das nochmal betonen, ja, sodass ja die Datensammlungen selber jetzt einfach erstmal da sind. Ja. Aber die Frage ist ja, was damit gemacht wird. Und die Frage ist ja damit, wie das bewertet wird und wie das dann konkret genutzt wird, um Menschen halt gegebenenfalls auch zu sanktionieren in irgendeiner Form. Also sei es jetzt, indem die Krankenversicherung hochgeht, weil die Person zu viel trinkt oder wie auch immer. Es gibt ja ganz viele verschiedene Szenarien. Das geht ja bis hin zu, als zum Beispiel Lothar König aus Thüringen, wo sie eben dann versucht haben, irgendwie Straftaten anzuhängen und die Sachen zusammengeschnitten haben und so. Also da ist ja eine weite Form von Sanktionen auf allen Ebenen. Und die Bewertungsgrundlage dafür, die finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich das auch vorher schon mal versucht habe anzusprechen, man im Prinzip eine hegemoniale Kultur hat mit gewissen Herrschaftsmustern, die sich reproduzieren in der Bewertung. Und deswegen hatte ich am Anfang auch den NSU angesprochen, weil man das da sehr, sehr, sehr schön sehen konnte, dass die also basierend, selbst wenn sie alle Informationen der Welt gehabt hätten, waren sie offensichtlich so geprägt von rassistischen Vorurteilen, dass sie eher davon ausgegangen sind, dass es irgendwelche Zwischengruppen Morde waren, ja, da war ja dann dieser furchtbare Begriff Dönermorde und so weiter in den Medien, als dass sie auf die Idee gekommen sind, dass das Rechtsradikale in Deutschland sind. Und diesen Gedanken, das kann auch keine, also das machen Menschen. Da kommt ja der menschliche Verstand auch rein, der diese Bewertungen vornimmt. Oder wie oft schon Frauen aus gewissen Mustern rausgefallen sind, weil man ihnen das nicht zutraut. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Über die Grundlage muss man eigentlich reden, in welchem Kontext werden eigentlich die Daten gesetzt und welche Sanktionen in welchen Bereichen basieren daraus, und das sind halt klassische Herrschaftsmuster. Und eine Sache noch, was mir auffällt bei der WhatsApp-Nummer, wollte ich noch ergänzen. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen dieses Dabeisein im Internet bei diesen Diensten, dass sie Angst haben, was zu verpassen, und dass dieser Drang, auch zu kommunizieren und dabei zu sein in einer Gruppe, sehr viel größer ist als Angst vor potenziellen Sanktionen. Und ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, warum die Leute auch WhatsApp zum Teil weiter benutzen, weil sie Angst haben, dann nicht dabei zu sein und irgendwas zu verpassen. Es hat was Pubertäres tatsächlich, aber so ist es, glaube ich, ganz stark. Und ich glaube, das ist auch dieser Drang, warum die Menschen die sozialen Medien einfach immer weiter nutzen und die Skandale immer größer werden oder das Wissen immer größer wird und zum Teil die Leute die Dienste noch mehr benutzen als vorher, also es sogar noch Zulauf gibt in gewissen Bereichen. Herr Schaar, Sie wollten noch kurz Stellung ziehen. Kurz, bitte. Ja, nur zwei kurze Bemerkungen. Eine zu Ihnen, wo Sie haben das ja vorhin schon gesagt, jetzt nochmal. Es komme auf diese Nutzungsseite an. Ich habe heute auch gerade einen Artikel gelesen, wo ein amerikanischer Wissenschaftler auch sagt, man könne die Datensammlung gar nicht stoppen, das ist ja auch gar nicht wichtig und eigentlich gar nicht so schlimm, dass man müsste nur die Nutzungsseite betrachten. Das haben Sie so nicht gesagt, aber ich finde, das ist so eine Tendenz, die ich jetzt immer wieder vernehme, auch und gerade so aus dem Google-Umfeld. Ich stehe dem skeptisch gegenüber. Ich finde, man muss auch die Datenentstehung mit sich nach wie vor anschauen. Und man muss auch sozusagen bei dem Einlassventil, und man könnte auch sagen, wo die Daten abgesaugt werden bei uns oder wo wir sie auch selber liefern, da muss man dran auch und muss genau fragen, was ist wirklich erforderlich. Das heißt, insofern ist dieser alte Datenschutzansatz, der ja auch sozusagen an der Quelle ansetzt, eben diese Frage nach der Erforderlichkeit auch stellt, nicht einfach unsinnig geworden, dadurch, dass jetzt viele Daten da sind. Man muss dann allerdings fragen, wie kann man die Vorteile, die elektronische Dienste ja ohne Zweifel bringen, nutzen, ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Und ich glaube, da gibt es durchaus einige Stellschrauben, und da bin ich dann beim elektronischen Personalausweis. Ich teile die Skepsis, dass elektronische Identitäten gekapert werden können. Ob der elektronische Personalausweis wirklich da jetzt das zentrale Problem darstellt, bin ich allerdings eher nicht von überzeugt. Gerade dieses Beispiel, was Sie gesagt haben mit der Altersverifikation, das ist, glaube ich, relativ gut gelöst.
beim elektronischen Personalausweis. Früher war es so, und bei den klassischen Personalausweisen, dass so ein Alterscheck so funktionierte, dass man so seine Personalausweisnummer mit Prüfziffern dann auch weitergab und das dann praktisch so auch für so eine Altersverifikation verwendet wurde. Damit hat man im Prinzip seine Identität auch viel stärker auch nochmal offenbart als bei diesem neuen System, wo die, sag ich mal, nur dieses Prüfergebnis übermittelt wird, ja, die Person ist über 18. Ne? Also so eine, also vom Modell her ist es in Ordnung, ob jetzt, sage ich mal, die Implementation, also die technische Umsetzung wirklich so ideal ist, das weiß ich nicht. Ne? Also da kann ich habe gewisse Hinweise, dass es relativ ordentlich gemacht wurde, Sie können das anders sehen, Sie beschäftigen sich damit mit Sicherheit auch sehr viel intensiver, was die technische Ebene anbelangt. Aber das ist sozusagen, genau, da muss man aber genau drüber nachdenken. Wie kriegt man das hin, dass so etwas vertrauenswürdig wird, dass da keine Hintertüren eingebaut sind, die es irgendwelchen staatlichen oder auch privatwirtschaftlichen Stellen ermöglichen, diese Identität dann sich anzueignen oder eben bestimmte Pseudonyme, die verwendet werden, zu brechen. Das ist eine ganz große Aufgabe. Schönen Dank. Ich würde jetzt dann gerne mal zu der Frage kommen, was können wir tun? Sie haben ja vorhin schon das Ganze so schön beschrieben, Sie suchen nach der Medizin gegen Überwachung. Die Frage wäre jetzt wahrscheinlich über mehrere Ebenen zu sehen, was kann der Einzelne tun? Was können zivilgesellschaftliche Organisationen tun, wie der CCC zum Beispiel? Und was muss die Politik tun? Fangen wir mal da an. Ich glaube, das Einzige, was man tun kann, ist halt Aufklärung zu betreiben. Und um auch nochmal auf diesen elektronischen Personalausweis zurückzukommen, natürlich hat der das Potenzial, viele Sachen sicherer und besserer und komfortabler zu machen. Aber ich finde das fatal, dass sämtliche Verantwortlichen, die Regierung oder eben die Verantwortlichen, die das Ding beschlossen haben, und auch die Hersteller dieser Sicherheitsmechanismen, absolute Sicherheit versprechen, die es einfach mal so auch nicht geben kann. Und ich finde, das ist einfach fatal, wenn man den Bürgern dann suggeriert, dass sie jetzt mit dieser neuen digitalen Identität irgendwie alles sicher machen können und alles sicher gestalten können. Das ist nämlich einfach falsch. Und ich glaube, man muss viel mehr darauf hinweisen, dass es auch hier Risiken gibt und die Risiken sich einfach nur verlagert haben. Also ich meine, wir können ja alle mit Risiken auch umgehen. Also einfaches Beispiel ist, dass der Straßenverkehr stellt ja auch ein Risiko dar und man wird dieses Risiko nie wegbekommen. Aber die Aufklärung sorgt dafür, dass wir aufpassen, wenn wir über die Straße gehen und auch aufpassen, wenn wir über eine grüne Fußgängerampel gehen. Also das ist bei den ganzen Dingen, die jetzt diskutiert werden, im Endeffekt genauso. Also wir werden uns nicht wirklich gegen so eine Überwachung schützen können oder gegen den Missbrauch von irgendwelchen digitalen Identitäten. Das obliegt alles ja, der Wirtschaft, die diese Identitäten erstellt für uns und ja, am Ende einfach nur eine bessere Aufklärung garantieren in den Schulen und auch darüber hinaus. Und ja, der CCC ist natürlich eine Institution, die sehr großes Interesse daran hat, diese Aufklärung voranzutreiben. Ja. Ja, was kann man tun? Ich denke, das ist die eine Seite, dass man selber mit offenen Augen durch die Welt gehen soll. Also das ist auch immer mein Rat, den ich gebe. Nee, also das ist also auch diese Vorstellung, fand ich auch sehr gut von Ihnen, dass man nicht einem Unternehmen alles anvertraut zum Beispiel oder einem Dienst. Nicht alle Kommunikation über einen Kanal laufen lässt. Nicht vielleicht die Server nutzt, wo man sicher sein kann, dass das alles abgesaugt wird oder gespeichert bleibt. Also so komfortabel Google ist, als Suchmaschine nutze ich es, einfach weil es besser ist als die Alternativen, muss ich einfach sagen. Aber für meine E-Mail nutze ich einen anderen Provider, für Cloud-Service habe ich wieder einen anderen, wo ich auch mir ziemlich sicher bin, dass da niemand rankommt. Also es sind schon, ich habe es irgendwie mit der Post, ein Doc Wallet heißt dieses Programm, das finde ich relativ sicher, ich fand das relativ vertrauenswürdig, Schweizer Post dann das Zertifikat, na gut, nein, also
ich denke, dass man da durchaus ein Stück was machen kann, aber die Illusion, nicht überwacht zu werden, nicht registriert zu werden, von dieser Illusion muss man sich im Zweifel verabschieden, dass so hart das ist, aber ein Stück kann man das reduzieren, genauso wie man natürlich vorsichtig sein kann hinsichtlich der Dinge, die man ins Netz stellt. Das ist aber nur die individuelle Ebene. Ich finde, ich habe mich sehr darüber geärgert, als Herr Friedrich, ne, und damals noch Bundesinnenminister, sagte, man muss jeder selber sehen, nicht? Der Staat kann nichts machen, und außerdem halten sich ja die Amerikaner an Recht und Gesetz, fand ich alles sehr interessant. Also im Grunde die Verantwortung vollständig auf uns, auf die Nutzer auch delegierte, das kann es nicht sein. Ne? Da muss ich einfach sagen, da ist auch, sage ich mal, Recht gefragt, da geht es darum auch Möglichkeiten zu schaffen, Projekte zu fördern zum Beispiel, die so eine Sicherheit, eine vertrauenswürdige Infrastruktur schaffen und wo keine Hintertüren drin sind. Also das finde ich ganz wichtig. Ich möchte den Staat da nicht aus der Verantwortung nehmen, und ich will auch, dass diese Techniken eben so gestaltet werden, und da gibt es dann so ein Wechselspiel zwischen Technik, Recht und Ökonomie, dass sie uns die Möglichkeit geben, uns besser zu schützen. Also das, wenn alle sozusagen nur Mist anbieten oder eben praktisch Geschäftsmodelle so nur noch gestaltet sind, dass ich ein Maximum an Daten geben muss, damit ich einigermaßen einen Service bekomme, dann kann das nicht sein. Also insofern denke ich, das sind so diese Stellschrauben, und beim Recht ist es natürlich vor allem auch das Internationale, also dieser internationale Aspekt, dass man sagen muss, da muss es in möglichst großen räumlichen, vielleicht sogar weltweiten Zusammenhängen einfach Entwicklungen geben, die müssen wir einfordern, das können wir nicht einfach so laufen lassen, und dass das nicht so ganz einfach ist, dass es ein ziemlich dickes Brett ist, das kann man nicht bestreiten. Gut, Frau Schramm, Sie hätten dann jetzt das letzte Wort, bevor das Publikum zu Wort kommen soll, und vielleicht können Sie auch noch die inzwischen mit großer Spannung erwartete Frage auflösen, warum Sie jetzt Ex-Piratin sind. Also ganz kurz auf die Ebene, ich glaube auf individueller Ebene, das, was auch schon angesprochen wurde, einfach den Überwachern und Überwacherinnen es quasi maximal schwer machen. Und ein Aspekt kommt, glaube ich, noch hinzu, den wir also zivilgesellschaftlich, aber auch politisch völlig unterschätzen. Wir haben natürlich ökonomische Sachzwänge, die sich jetzt auch eben zeigen. Und ich glaube, das zeigt sich eben auch in dem Konkurrenzverhalten zwischen den Nationalstaaten. Und während die ökonomische Seite halt unglaublich auch international vernetzt ist und sich ganz wenig, also die Nationalstaaten noch untereinander ausspielt, sind wir als Bevölkerung in den jeweiligen Nationalstaaten immer noch sehr stark an dieses Konzept gebunden. Und es ist ja auch klar, Privatsphäre ist ja auch ein Recht, was ja im Spiel mit dem Staat entstanden ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir ganz viele Staaten, ganz viele Nationalstaaten haben, die sich auch in einem Konkurrenzdruck verhalten, und was natürlich einfach kapitalistische Gründe hat. Und die zeigen sich jetzt genauso, beziehungsweise auf manchen Ebenen zeigen sich die Widersprüche sogar besser, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und da muss auch Aufklärung betrieben werden, dass das kein Zufall ist. Ja, dass die Geheimdienste Wirtschaftsspionage betreiben, ist ja kein Zufall. Dass sie das Interesse auch des Kapitals vertreten, ist ja kein Zufall. Und das fehlt, glaube ich, in der Aufklärung komplett, und das fehlt auch in dem Blick auf diese ganze Debatte, dass es das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Stellen und warum Daten gesammelt werden, warum Kontrolle, wie über Bevölkerung ausgeübt wird, ja, das fehlt halt komplett. Zumindest auf der, also gut, wir haben natürlich jetzt auch die linke Medienakademie, das ist natürlich jetzt ein Feld, wo das offener auch ankommt. Aber ich meine, wenn man linke Kritik, klassische linke Kritik auch versucht, auf dieses Thema zu übertragen und zu sagen, hey, da gibt's noch ganz andere Fallstrickungen, ganz andere Überlegungen, die auch in den letzten 150 Jahren theoretisch zum Teil schon erarbeitet worden sind, die eigentlich nur umgesetzt werden müssten, schlägt einem ja auch ein unfassbarer Widerstand entgegen. Also der Liberalismus hat halt erstmal gewonnen. Ja.